Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar geht es um die neue Ausgabe der Pink Box. Ja, also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Pink Box ist eine von den Boxen, die mir von boxpalast.de gratis zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, ich kann auch in diesem Video eine von diesen Boxen an einen von euch verlosen. Was du dafür tun musst, steht alles unten in der Infobox. Ja, dann legen wir mal los, ne? Die Pink Box ist eine Abo-Box und da sind Produkte so aus dem Bereich Beauty, mehr so im Bereich Drogerie. Und die kostet zwischen 12,50 Euro und 15 Euro pro Box, je nachdem, was für eine Abo-Art du wählst. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Jahresabo wählst, dann zahlst du 12,50 Euro pro Box. Und wenn du das wirklich so jederzeit kündbar wählst, dann sind es 15 Euro. Muss man abwägen. Und weil es eine Kooperation ist, bekomme ich ja immer so ein kleines Kärtchen. Liebe Claudia, ich wünsche dir ganz viel Freude mit deiner Fit for Fun Pink Box. Fit for Fun. Oh nein, bitte keine Hantel. Hab Spaß beim Entdecken und Ausprobieren. Wir sind schon gespannt auf dein Feedback. XOXO Charlotte vom Pinkbox-Team. Bitte keine Hantel. Aber danke, liebe Charlotte. Ich freue mich schon. Denn ich habe gerade schon gesehen, wie die Box aussieht. Die sieht ja richtig cool aus, ne? Das ist dann wohl in Kooperation mit dem, ich glaube, ein Fitnessstudio ist das, ne? Fit for Fun. Und hier sind dann halt die verschiedenen, Fitnessgeräte abgebildet. Und hier haben wir den Springseil. Und ich meine, das ist natürlich ultra. Ich hoffe, dass irgendwas mit Melone-Duft drin ist, ne? Oh, bitte. Wassermelone und ich, wir sind so. Ja. Und vielleicht ist da auch so ein Müsli-Riegel mit drin, denn manchmal hast du auch in der Pink-Box was zu essen drin. Und ja, wir gucken mal. Wir haben schon neben der Box in diesem Karton, der hier geliefert wird, tatsächlich schon was drin gehabt. Da haben wir zum einen von Fräulein B. endlich ein Produkt, was ich gerne benutzen werde. Und zwar ist das ein Blushpinsel, ein Rougepinsel. Der ist abgeschrägt. Wir hatten ja schon von der Marke Fräulein B. sowohl ein Silikonschwämmchen mit dabei, was nicht so mein Fall war, als auch ein Point Brush. Den fand ich aber eigentlich ganz gut. Das ist halt für so Inner Corner Highlights setzen. Und jetzt haben wir einen Rougepinsel. Das finde ich super, wenn ich ihn rauskriegen würde. Aua. Man muss hier mit robuster Gewalt vorgehen. Oh, der fühlt sich aber richtig schön an. So sieht er aus und der fühlt sich fantastisch schön weich an. Oh, boah. Der gefällt mir. Ich glaube, das wird Spaß machen, damit Rouge aufzutragen. Schon mal ein sehr gutes Produkt. Das heißt, das erste Produkt ist ein dekoratives Kosmetikprodukt. Gefällt mir. Keine Hantel. Als nächstes haben wir von Kräuterhof ein Schauergel Cooling and Refresh Sport. Da hatte ich tatsächlich schon mal ein Produkt von Kräuterhof in einer Männerbox mit drin. Das war so ein erwärmendes Gel, glaube ich. Und Leute, das war gefährlich, denn das hat gebrannt wie sonst was. Gerade wenn du das nach dem Duschen benutzt hast und die Poren halt geöffnet waren. Huh, das ging gar nicht. Ich bin mal gespannt. Also das ist Cooling and Refreshing, ist eigentlich nicht so ganz meine Duftwelt, aber wir riechen mal dran. Kann ich nicht, ist noch zu. Keine Ahnung, wonach sollst du denn riechen? Kräuterhof Sport Duschgel ist eine erfrischende, kühlende Duschpflege mit Menthol, Panthenol, Vitamin B3 und ein vitalisierender Koffeinkomplex runden das Duscherlebnis ab. Das Duschgel enthält einen Zellaktiv-Wirkstoffkomplex zur Erhöhung von Leistung und Widerstandskraft. Dieser Wirkstoffkomplex setzt sich aus Taurin, sibirischem Ginseng und dem Essential Zell-Boost-Faktor zusammen. Ein einzigartiges Duscherlebnis der Extraklasse für Sportler. Ich bin kein Sportler, Leute. Und ich brauche auch keinen sibirischen Ginseng. Und Taurin, ist Taurin nicht das, was quasi auch in Energy Drinks drin ist? Ich glaube, irgendwie sowas ist es auch, ne? Also nicht ganz so meins. Nur äußerlich anwenden, ja witzig. Ich liebe diese Hinweise da drauf, ne? Kontakt mit Augen vermeiden, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Läuft. Ja. Wird weiter wandern. Das hört sich schon überhaupt nicht nach meiner Geruchswelt an. So Koffeinkomplex und Menthol, das ist für mich ein Männerduschgel, ne? Wir haben hier in dieser Box tatsächlich, also wir reden noch nicht von dem Inhalt der Pinkbox, ich meine, das gehört noch zur Pinkbox, aber ne, haben wir hier auch schon allerlei Kram. Du hast hier immer mal wieder Gutscheincodes drin. Hier steht auch, Achtung, die Blackbox Manister. Ja, habe ich auch schon bestellt, kann ich euch auch empfehlen. Da gibt es auch 8 Euro Treuerabatt. Da zahlst du
was ist nur los hier? 16,95 € anstatt 24,95 € mit dem Code BEACHBOY. Und die kannst du auf der Pinkbox-Seite kaufen. Und hier hinten drauf sehe ich schon die Produkte und ich will sie gar nicht sehen, denn ich warte doch noch auf die Box. Oh nein! Mist. Ja, gut. Oder ist Fit for Fun doch kein Fitnessstudio, sondern ein Magazin? Denn hier haben wir ein Magazin drin. Jetzt öffnen wir mal die Fit for Fun Jubiläumsbox bei Pinkbox. Ich weiß nicht, warum das eine Jubiläumsbox ist, aber das wird uns gleich wahrscheinlich das Heftchen sagen. So sieht die Box aus. Riecht nach Papier. Dann hast du hier immer so ein schönes Schleifchen, was sich immer schön öffnen lässt. Ein Seidenpapier, wo drauf steht With Love. Und hier im Deckel steht auch immer drin, du bist schön. Also du wirst schon, bevor du die Box öffnest, von der Pinkbox mit Komplimenten überschüttet. Und das tut immer sehr gut für die Seele, finde ich. Hier haben wir direkt darauf das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Ich will jetzt mal wissen, warum das eine Jubiläumsbox sein soll. Liebe Pink Lady, da fühlen wir uns doch direkt angesprochen. Die Pinkbox war ja zusammen mit der reichweitenstärksten Fitness- und Lifestyle-Marke ein großes Jubiläum. Reichweitenstärksten, aha, läuft. Also ich habe auf jeden Fall schon mal davon gehört, aber... seit 25 Jahren findest du in jeder Ausgabe des Fit for Fun Magazins die aktuellen Fitnesstrends und Highlights des Monats, leckere Foodrezepte, Health-Tipps und natürlich jede Menge Fun. Jede Menge Fun finde ich gut. Die Fit for Fun Jubiläumsbox Powered by Pinkbox ist mit dem exklusiven Boxendesign schon von außen etwas ganz Besonderes. Mit ausgewählten Produkten inklusive einer aktuellen Fit for Fun Ausgabe lässt sie hoffentlich auch dein Herz höher schlagen. Viel Spaß damit. Dein Pinkbox und Fit for Fun Team. Jo, dann gucken wir doch mal rein. Ne? So, erstmal haben wir hier so ein paar Karten. Manchmal sind die ganz witzig, wenn die in der Pinkbox drin sind, aber die werden jetzt wahrscheinlich eher so dieses ganze Yay, Motivation! Warte nicht, der Zeitpunkt wird niemals perfekt sein. Ja, genau das meine ich, Leute. Sorge dich gut um deinen Körper. Er ist der einzige Ort, den du zum Leben hast. Dafür muss ich aber keinen übermäßigen Sport machen. Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen. Ja, okay, Das ist nicht meine Welt. Ich stehe auf diese Sprüchekarten oder auf Motivationssprüche, auf, keine Ahnung, Lebensweisheiten und so. Aber eher so in Bezug auf glücklich sein und Happiness und Yay, aber nicht so Sport, KW, bin ich kein Mensch hier. Tut mir leid. So, was haben wir denn hier? Balea, softe Reinigungstücher. Ja, ne? Das sind halt solche Tücher, wo ich gesagt habe, die kaufe ich mir selber nicht nochmal wieder. Genau die gleichen habe ich auch schon mal in einem Tauschpaket drin gehabt. Aber wenn sie halt in Boxen drin sind oder so, dann werden sie halt benutzt. Dann tue ich die ja nicht weg oder schmeiße die nicht weg. Ich benutze die halt hier, wenn ich Swatches wegmache oder, keine Ahnung, wenn ich irgendwo irgendwas habe, wo ich mir mal was entfernen muss. Wenn ich hier mal mich hinsetze und sage, okay, ich mache ein Full-Face-Make-up, habe aber schon irgendwie Mascara drauf oder so, dann mache ich die mal eben schnell damit ab. Aber in der Regel benutze ich dafür meine wiederverwendbaren Norville-Abschminkpads und die finde ich super. Kann ich dir auch mal gerne irgendwo in der Infobox unten verlinken. Die sind einfach total klasse. Liebe ich. Weiter geht die wilde Reise. Und zwar habe ich hier ein Produkt drin, was ich auch schon habe. Von Soft & Gentle. 0% Aluminium Antitranspirant. Das ist ein Deo-Roller oder ein Deo-Stick. Den habe ich auch schon. Genau, das ist ein Deo-Roller. Ist nie weg. 0% Aluminium finde ich auch sehr, sehr gut. Benutze ich dann auch gerne nach der Rasur. Also wenn ich mir die Achseln rasiert habe, dann benutze ich gerne einen Deo-Roller oder Deo-Creme oder Deo-Sticks oder Deo-Schlag-mich-tot. Halt kein Deo-Spray. Und guck mal, das ist sogar ein Antitranspirant. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Das finde ich auch sehr positiv. Wird auf jeden Fall verwendet und benutzt und da bin ich sehr gespannt drauf. 24 Stunden Schwitzschutz. Ja, da bin ich gespannt. vielleicht. Draußen geht gerade leider die Welt unter, Leute. Eieiei. Hochsommer und so, ne? Als nächstes habe ich hier ein Sonnenprodukt, ein Anti-Sonnenprodukt von Ultrasun. Das ist mit Lichtschutzfaktor 30 und das ist ein Sportsgel. Das hatte ich auch tatsächlich schon letztes Jahr, glaube ich, mal in einer Box mit drin. Das ist ganz toll, wenn ich im Garten bin und da halt draußen am Wuseln bin und die Sonne so knallt, dann ist es schön, wenn man so ein Produkt dann auf der Haut hat und dann einen entsprechenden Lichtschutz hat, dass man halt keinen Sonnenbrand bekommt. Das finde ich gut, ja.
schnell absorbierendes, nicht fettendes, nicht klebriges, transparentes UVA- und UVB-Sonnenschutzgel mit GSP für Infrarotschutz. Ideal für aktive Sportler und Sportlerinnen, schnell und einfach auftragbar, entzündbar, enthält Alkohol. Nett. Das ist auch ein gutes Produkt und auch ein relativ hochpreisiges Produkt. So. Auch den Primer hatte ich schon mal, jetzt habe ich ihn wieder. Das ist von Essence, der Jupiter Der You Better Work Gym Proof Primer. Sweatproof mit Lichtschutzfaktor 20 und ein Instant Blur Effekt ist da auch mit bei. Das ist ein wirklich guter Primer, den ich auch wirklich empfehlen kann. Den hatte ich auch letztens verwendet, als ich auf die Hochzeit von meiner Freundin gegangen bin, glaube ich. Weil das einfach ein Produkt ist, der hat sowohl Lichtschutzfaktor als auch diese Schweißresistente. Ne? Das heißt, wenn du dann richtig am Abdancen bist, dann wird dir dann dein Gesicht nicht im Laufe des Abends runterrutschen. Das ist sehr nett. Der hält das alles an Ort und Stelle. Und vor allem dieses Sweatproof finde ich einfach sehr, sehr praktisch. Schön, dass es mit in der Box ist. Wie gesagt, die Produkte in der Box finde ich gut, aber das ist jetzt nicht irgendwie so, yay, voll krass, noch nie da gesehen, da gewesen und gesehen, genau. Und als letztes haben wir einen Ingwer-Shot von Berliner Shot. Und das scheint auch irgendwie in Kooperation mit Fit for Fun entstanden zu sein, denn da sehen wir auch das Logo drauf. Ingwer-Shots sind echt immer so eine Sache für sich, ne? Handgemacht in Berlin, das finde ich auch sehr, sehr gut. Mit Ingwer, Apfel, Zitrone und Cayenne. Angenehm scharf. Und sowas ist echt immer scharf, Leute. Vorgebraucht gut schütteln, nach dem Öffnen innerhalb von 2 Tagen verzehren. Bla bla. Kann ich den komplett trinken? Kräftig schütteln, dann öffnen. 100% Naturtrüb. Ich glaube, sind da Stückchen drin? Also man sieht da jetzt nicht irgendwie große Stückchen drin oder so, finde ich. Also da hatte ich auch schon mal krassere Ingwer-Shots, ne? Das ist auf jeden Fall gesund. Ich finde, für einen Shot ist es ganz schön groß, ne? Ich weiß gar nicht, 60 Milliliter sind da drin. Das ist schon ziemlich groß für einen Shot. Ein Hauch von Cayenne und Ingwer in meiner Nase. Prost! So jung kommen wir nicht nochmal zusammen. Ist scharf. Alter, es geht bis in die Ohren bei mir gerade. Mhm. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, ihr Lieben, das war jetzt die Box. Finde ich vom Inhalt her passend zum Thema, auf jeden Fall. Also Fit for Fun, auf jeden Fall, ja. Von den Produkten her, cool, aber nichts, was mich umhaut. Ja, den Pinsel finde ich cool, den Rougepinsel. Den habe ich wirklich ins Herz geschlossen, den finde ich richtig geil. Was die ganzen Produkte wert sind, ist schwierig zu sagen. Ich denke aber, dass wir hier relativ hoch vom Preis liegen werden. Ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster und sage 35 Tacken. Ich blende die hier mal ein und bin wirklich gespannt, was da dann am Ende dabei rauskommt. Wie gesagt, ne, wenn du es dir im Jahresabo bestellst, 12,50 € pro Box. Mensch, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, wegen der Verlosung schau unten in die Infobox. Ansonsten würde ich einfach sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich bin gerade motiviert. Durch diese Box, ne? Genau. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.